Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Special, dem Essenskombinations-Special. Und zwar hat mir Kaufland ermöglicht, dieses Special bei sich in der Filiale zu drehen. Das ist das Video, worauf ihr gewartet habt, mit den dicken, fetten Preisen. Macht euch bereit, es wird verrückt. Wir haben den ganzen Kaufland für uns die ganze Nacht alleine. Das wird auf jeden Fall witzig. Aber was wäre ein Essenskombinations-Special ohne Dima? Ich würde sagen, wir gehen Dima suchen. Let's go. Herr Koslowski, bitte einmal zur Information. Danke. Ich bin doch die ganze Zeit hier, Rob. Hallo, Dima, was geht ab? Ja, alles gut und selbst? Ja, auch. Wir haben den ganzen Kaufland für uns alleine, die ganze Nacht. Okay, das heißt, wir brauchen eine Einkaufsliste? Die ist ready. Dann lass uns anfangen. Finde ich gut. Also, let's go mit der Einkaufs-Action. Ich liebe dieses Ding. Ich glaube, wir können anfangen. Ich dachte, ich bleibe hier arbeiten. Nein, komm. Let's go mit dem Essenskombinationsvideo. Yo, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Essenskombinations-Special. Heute wird es wild. Jeder, der heute im Video vorkommt, gewinnt einen geilen Preis. Die Geschenke sind so krass. Das ist wirklich krass. Komm, wir fangen direkt an. Unser erster Essenskombinationsvorschlag von Christina. Sie hat sich was richtig Interessantes überlegt, und zwar... Genau, ich habe ehrlich gesagt zwei Essenskombinationen-Ideen gehabt. Die erste war eher simpel. Da habe ich so an den Strand gedacht, wo man mit sehr und Arbusik, da saß ein Griff und gerecht zum Großen. Robs Chips und Wassermelone. Klingt eigentlich nice, oder? Das wird nice. Mit Wassermelone kann man allgemein nichts falsch machen. Ich würde sagen, wir schneiden uns jetzt einfach ein paar kleine Stücke zusammen. Ich mache mich auch nützlich. Du kannst die Robs Chips schon mal rausholen. Ich versuche den größten rauszusuchen. Der sieht heftig aus. Ich liebe Wassermelone. Richtig saftig. Okay, let's go. Mit Essenskombination Nummer 1, Robs Chips und Wassermelone. Einfach drauf machen. Ja, und das irgendwie im Ganzen. Ist interessant. Es schmeckt nach Sommer. Grillwiese mit den Freunden. Man hat so irgendwie Kram eingekauft. Ja. Irgendwie ist das so eine Zeit, die ich herausschmecke. Coole Kombination, weil das eine ist so knusprig und das andere ist richtig süß. Im Nachhinein kommen noch diese einzelnen Salzflocken drauf. Ich find's super. Ich glaube, ich bin überzeugter als du. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Ist okay. Alright. Ich gebe dir ein Go. Ein Go bekommst auf jeden Fall. Viel interessanter ist jetzt aber, was Christina gewonnen hat. Das schauen wir uns da hinten an. Herzlich willkommen zum legendären Preistor. Hier erwartet Christina jetzt ihren ersten Preis. Wenn ich diesen Knopf drücke, passiert die Magie. Das ist der Knopf des Glücklichseins, gell? Bist du bereit, Dima? Christina hat gewonnen. Eine neue Xbox Series X. Sieht das heftig aus oder sieht das heftig aus? Okay, warte. Ich will die selber haben. Viel Spaß mit deinem Preis auf jeden Fall. Es kommen noch richtig, richtig geile Preise. Okay, machen wir weiter mit Essenskombination Nummer 2. Dima, der Sebastian, der ist mein Typ. Der hat sich was so Geiles überlegt. Schau es dir an. Wie du hier unschwer erkennen kannst, haben wir Maxi King Salted Caramel. Ja, Mann. Ihr habt schon eins präpariert. Er hat es einfach aufgeschnitten. Das Innere rausgenommen, ja, oder? Nehmen wir das mit dem Messer, weil so reindippen ist Chaos. Da hat er recht. Ich hätte es eigentlich jetzt so gelöffelt, ne? Ein Salted Caramel Chip mit Maxi King und Rob Crispy Robs Meersalz. Maxi King, da kann man nicht viel falsch machen. Ich esse das immer noch so. Ich esse erst das Äußere mal auf, dann öffne ich das, dann esse ich das Karamell, dann die Schokocreme und dann die Waffel. Wir müssen es schneiden, oder? Ja, aber in der Mitte aufschneiden. Ah ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gut aus. Er löffelt jetzt hier das Karamell aus dem Maxi King. Optisch spricht mir das schon mal an. Das ist eine sehr schöne Farbkombination. Ich bin mir auch sicher, dass man danach auch noch die Restcreme auf den Chip packen kann und es immer noch geil schmecken wird. Okay, ready? Ja, auf dich, Sebastian. Auf Sebastian. Das schmeckt mir. Das ist so gut. Das ist echt eine geile Kombination. Bisher ist mein Favorit. Auf jeden Fall. Ich hoffe, Sebastian bekommt was richtig Heftiges. Dima. Du weißt schon, was er bekommt? Ja. Viel Spaß mit deinem ultimativen Preis. Sebastian, dein Moment. Du gehst heute mit der neuen PlayStation 5 nach Hause. Alter.
Ich muss selber fast weinen. Wir versuchen Ewigkeiten eine PlayStation zu bekommen und du, Sebastian, darfst heute mit der neuen PlayStation nach Hause gehen. Vor uns. Exklusiv, Alter. Sie sieht so wunderschön aus. Ich hätte sie jetzt am liebsten angeschlossen. Ja, Mann. Ich hoffe, du freust dich. Wir machen weiter. Unser nächster Essenskombinationsvorschlag ist von Jay. Guter Name auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Wir nehmen Chip, ich nehme das Pesto drauf. Könnte gut sein. Simpel. Ganz aber simpel. Genial. Weil der Chip nimmt das Pesto richtig gut auf. Ah, er hat recht, ja. Der wird ein bisschen eingesaugt in den Chip. Fragt mich nicht, wo das herkam. Grünes Pesto, ich liebe es. Mit Chip habe ich noch nie probiert. Ich will direkt die volle Ladung haben. Ich mag es, glaube ich, andersrum. Ich mag es ein bisschen dezenter, entspannter. Ich habe richtig Hunger, merke ich gerade. Ich muss dir sagen, ich bin positiv überrascht. Wow. Könnte einfach eine Vorspeise an sich sein. Also so viel besser, als ich dachte. Mhm. Besser als das mit Maxi King. Ich finde das auch sehr gut. Da jetzt noch so ein paar Pinienkerne oben drauf, dann wäre es perfekt. Boah, das ist wirklich krass. Wow. Coole Idee, Jay. Lass uns schauen, was du gewonnen hast. Darf ich mal den Knopf drücken? Selbstverständlich. Knopf des Glücklichseins in 3, 2, 1. Die neue HTC Vive Pro geht an dich raus, Jay. Das ist, glaube ich, das heftigste Ding, um VR zu spielen, oder? Sieht aus wie aus der Zukunft auf jeden Fall. Ich finde das super geil. Ich habe es noch nie nah gesehen. Das sieht so krass aus, auch mit den Kopfhörern. Ganz viel Spaß mit deinem Preis. Wir machen sofort weiter. Hannah Snack World kennt mich, glaube ich, richtig, richtig gut. Heute kommen die neuen Rob's Chips raus. Deswegen gehe ich die jetzt mal mit dem weltbesten Dip. Ich habe es vielleicht ein, zwei Mal erwähnt. Eventuell. Eventuell. Ja, komm, das wird gut, oder? Da kann man nichts falsch machen. Natürlich kann man da nichts falsch machen. Die Mövenpick-Creme, die ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht in großen Mengen essen, muss ich dir sagen. Auf doll, einem ne? Toastbrot, Dima, wenn die geschmolzen ist, schmeckt das wie Kinder Bueno-Creme. Geschmolzen habe ich noch nie probiert. Eigentlich bin ich allergisch gegen Haselnuss. Aber ist das so? Let's go. Ja, bis jetzt nichts passiert. Aha. Ich glaube, egal was du damit kombinierst, es wird immer gut schmecken. Es schmeckt echt nicht schlecht. Aber das war auch nicht schwer, wenn man deine Videos verfolgt, wenn man unsere Essenskombination-Videos gesehen hat. Du hast echt gut mitgedacht. Der Preis ist auch richtig fett. Und den schauen wir uns jetzt an. Hanna, dein Preis sind 10 mal 50 Euro Kaufland-Gutscheine. Also insgesamt Gutscheine im Wert von 500 Euro. Und das ist einiges. Ich könnte bis zum Ende meiner Tage einkaufen. Du könntest einige Rob's Chips kaufen, oder? Ganz viel Spaß. Die Jasmin hat was so Cooles eingereicht. Ich sehe das Potenzial. Meine Essenskombination für Rob's Chips wäre Naturjoghurt mit Maggi und Chiliflocken. Oh, weil das Würzige mit dem Scharfen und dem Cremigen eine gute und schmackhafte Kombination wäre. Also guten Appetit mit meiner Kombo und viel Spaß bei deinem neuen Video. Es klingt sehr experimentell, aber auch richtig nice. Joghurt, Chiliflocken und diese dezente Flasche. Wir haben auch die kleinste ausgesucht beim Einkaufen. Ne? Ich liebe Maggi. Joghurt. Alles? Ja, wir machen einen richtig geilen. Dann machen wir aber auch viel Flocken rein, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wirklich was werden könnte. Sag Stopp. Stopp. Ich esse ein halbes Kilo Chili drin, glaube ich. Das passt. Jetzt aber ordentlich viel Maggi. Reicht genug, oder? Nein, Lieber, das muss richtig intensiv schmecken. Darf ich abschmecken? Schmeckt super. Ja, schmeckt gar nicht würzig. Okay, let's go. Ich war komplett überfordert. Ich finde das selber echt nicht einfach. Ich dachte, es wird richtig, richtig geil. Ich muss sagen, ich finde es auch nice. Mir steht aber der Maggi-Geschmack, ist zu viel. Ich war ein bisschen motiviert, ich hatte einfach Hunger. Es braucht weniger Maggi, 100%, Alter. Der schmeckt so gut. Favorit Nummer 1 bisher. Ist das so? Das ist wirklich gut. Oh, ich habe so einen Dip-Charakter, ich feiere das voll. Das stimmt schon. Okay, mein Fehler, da war vielleicht doch ein bisschen zu viel Maggi drin. Verzeih mir, Dima. Es war lecker. Schauen wir mal, was Jasmin gewonnen hat. Bin echt gespannt. Jetzt wird's interessant. Ja. Jasmin, es gibt was richtig, richtig Geiles für dich. Und zwar die Balenciaga Triple S. Die sehen schon heftig aus. Die Schuhe sind echt cool. Ganz, 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 ganz viel Spaß. Und wir machen weiter mit der nächsten Essenskombination. Die Miriam hat einen Dip-Vorschlag, der sehr interessant klingt. Hey, also ich habe einen Tipp für deine Meersalzchips. Und zwar mixt du einen Dip aus etwas Senf, Honig und Mayo, würzt das mit Pfeffer und probierst das dann. Viel Spaß. Honig, Senf und Mayo, eigentlich passt das zusammen. Das macht Sinn. Ihr seid heute richtig süß, ey. Honig. Honig. Mayo. Mayo. Und Senf. Und Senf. Wollen wir von allem einen Esslöffel nehmen? Oder ein bisschen mehr vom Honig und von anderen Sachen ein bisschen weniger? Ich glaube, gleich macht echt Sinn. Ich drücke einfach so eine ähnliche Masse da rein. Und jetzt noch Mayo hinterher. Und Mayo ist zu. Kindersicherung. Okay.
Mayo? Ja, ich würde fast ein bisschen mehr. Ich glaube, Mayo ist so die Basis vom Ganzen. Doch, sieht eigentlich gut aus, oder? Es nimmt gerade so ein bisschen Cocktailsoßenfarbe an. Senf übernimmt irgendwie alles, oder? Hoffentlich schmeckt das besser, als es aussieht. Noch ein bisschen Pfeffer. Ah, okay. Probieren wir es einfach mal aus, oder? Ich habe echt gemischte Gefühle. Ich weiß nicht, was das ist. Ich finde es auch jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich mag du zuerst. Ist ja so gekleckert, gell? Das schmeckt wie Joppi-Soße. Richtig gut, oder? Mhm. Kennst du die Joppi-Soße? Ich kenn die und ich mag sie eigentlich nicht, aber die schmeckt viel besser, finde ich. Die ist super. No joke. Ich glaube, das ist heute mein Favorit. Ich muss mich auch fast anschließen, glaube ich. Das ist bis jetzt echt die coolste Essenskombination in diesem Video. Okay, die muss was Gutes bekommen, auf jeden Fall. Bis jetzt war alles gerade. Heute geht jeder mit einem geilen Preis nach Hause. Schauen wir uns an, was Miriam gewonnen hat. Okay, Miriam, ich bin wieder an einem Glücksmachknopf. Das heißt, du bekommst wieder ein heftiges Geschenk. Ich habe gehört, das ist das größte Geschenk von heute. Ich weiß nicht, was das ist, aber das soll groß sein. Und zwar ist das ein 65 Zoll 4K Samsung Fernseher. Ich hoffe, dein Zimmer ist groß genug, weil der ist halt echt gigantisch. Ein Preis ist heftiger als der andere. Ab sofort kannst du auf jeden Fall richtig geil deine Filme zu Hause gucken. Du hast es verdient, dein Dip war wirklich mega. Machen wir weiter, Freunde. Andi hat einen interessanten Vorschlag gemacht und erinnert mich sogar vielleicht an ein altes Essenskombinationsvideo. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt nichts Besseres als würzige Chips und Frucht- oder Vanillejoghurt. Gönnt euch. Ich willst du haben? Ich will den Fruchtjoghurt. Ich wollte den eigentlich auch. Ich nehme einfach den. Chips sind einfach so vielfältig kombinierbar. Universell einsetzbar. Man kann alles damit machen. Kann man einfach machen. Mit dem schmeckst du dich gut. Mit Malis ist auch nicht schlecht. Besser finde ich als das. Ich bleib beim fruchtigen Joghurt. Dann ist das wohl die Geschmackssache. Okay, gut. Die Frage ist, was bekommt er? Das ist die große Frage und das sehen wir jetzt. Du wirst nicht glauben, was sich da hinten befindet. Andi, ich hoffe, du bist Harry Potter Fan. Freunde, Harry Potter ist einfach Leben. Ich präsentiere dir den originalen Nimbus 2000. Das ist natürlich ein Nimbus 2000, oder? Ein originaler Nimbus 2000, noch verpackt. Wir wollen ihn nicht auspacken, das wird dein Moment sein. Mein Nerdherz blüht gerade einfach. Den haben wir gerade in der Winkelgasse gekauft und direkt hier zum Kaufland gebracht. Ganz, ganz viel Spaß und wir machen sofort auch weiter. Der nächste Vorschlag ist von Noah-chan und es wird etwas schärfer. Ah, okay. Ich habe auch endlich Robs bekommen und ich kann mir vorstellen, dass man super gut Sahne-Meerrettich dippen kann. Meerrettich ist echt immer so eine Geschichte. Wer weiß, wer weiß. Komm. Ich habe auch zwei richtig große Chips für uns mal wieder rausgesucht. Einen für dich, einen für mich. Einfach reindippen, oder? Wir müssen das barbarisch machen dieses Mal. Ja, okay, komm. Gut, oder? Ich vergesse immer wieder, wie Meerrettich schmeckt. Schmeckt sogar echt nicht schlecht. Hat gut geschmeckt. Überraschend gut. Und was Noah gewöhnt, das sehen wir jetzt. Noch einen, oder? Ich nehme noch einen, ja. Noah, deine Meerrettich-Kombo bringt dich zu einem Nigel-Nagel-9 iPhone. Ich hoffe, du brauchst ein neues Handy. Ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Gute Kamera. Ganz viel Spaß. Machen wir weiter. Natimosa hat auch einen sehr guten Vorschlag gemacht. Es wird wieder Schoki-lastig. Allgemein, heute echt viel Süßes dabei. Viel Süßes dabei. Weniger. Ich dachte mir, ich kombiniere sie mal mit dem Leckersten aus dem Kühlregal. Und zwar Schokofresh. Zieh dein Ding weiter durch. Nice. Ganz kurz, ne? Schokofresh ist schon das Leckerste aus dem Kühlregal. Das ist schon heilig für dich, gell? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich im Kühlregal mehr mache. Wenn man Robs reinstellen könnte in den Kühlschrank. Dann wahrscheinlich. Die Leute kennen mich einfach zu gut. Manche Leute machen sich so voll viel Mühe. Ihr müsst mich einfach kennen, dann habt ihr gewonnen. Es bringt was hier, die Videos regelmäßig zu gucken. Du gehst mit fetten Preisen so nach Hause. So simpel. Nicht alle guten Dinge müssen kompliziert sein, gell? Gar nicht das auch noch präparieren. Natürlich. Oh, so finde ich gut. Und dann sogar oben verschließen, glaube ich. Bäm. Ja, guten. Dieses Süß und Salzige ist eine echt nice Kombination. Es funktioniert einfach so oft so gut. Vielleicht haben die Leute deswegen so viele süße Sachen vorgeschlagen, weil es einfach besser passt. Oder weil ihr einfach süß seid da draußen, ja? Robs Chips mit Schokolade irgendwann wäre auch ein Traum. Mm. Das schmeckt super. Wenn man Schokofresh liebt, dann schmecken sie mit den Robs mega geil. Echt nicht mein Nummer 1 Favorit, aber in den ersten Top 5 auf jeden Fall. Okay. Super. Schauen wir uns jetzt an, was Nati gewonnen hat. Let's go. Okay, Nati, ich übernehme dieses Mal den Glücksknopf-Part und du bekommst für deine Kombination ein weiteres iPhone 12. Ich
glaube, das ist das heftigste Video, was du jemals hochgeladen hast. Einfach noch ein iPhone. Viel Spaß auf jeden Fall und wir machen direkt weiter mit der nächsten Essenskombination. Wir sind beim großen Finale angekommen. An dieser Stelle, Freunde, auch wenn ihr es nicht alle ins Video geschafft habt, ich wollte mich trotzdem mal bedanken für alle Einsendungen. Da waren wirklich richtig, richtig viele coole Essenskombinationsvorschläge dabei. Das waren unsere auserwählten Szenen. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal ja auch dabei. Und jetzt schauen wir uns den finalen Clip an. Bin sehr gespannt. Der ist so mit so viel Liebe gemacht. Das sieht schon sehr kreativ aus. Wir dachten uns, warum nur eine Essenskombination, wenn deine Chips so vielseitig sind, dass man daraus ein ganzes Menü machen kann. Ja, man, so muss das. Wir haben als Vorspeise einen mediterranen Salat mit Tomaten, Caesar-Dressing und als Frittoresatz haben wir zerkleinerte Rob's Chips Sour Cream. Einfach ein Drei-Gänge-Menü. Wow. Unser Hauptgericht besteht aus leicht gewürztem Hähnchen in Filet. Boah, hier haben wir als Panade die Rob's Chips Paprika zerkleinert und es damit paniert. Als Beilage gibt es die Chips pur mit einer Hollandaise und geriebenem Cheddar. Nun zu unserem Dessert. Vanilleeis mit einer Karamellsoße und als Topping dienen die Rob's Chips Meersalz. Wähle dein Starter-Pokémon und damit deine Lieblingskombination. Heute entscheiden wir uns für Shiggy. Wir testen auf jeden Fall mal die Rob's Chips mit Vanilleeis. Das interessiert mich einfach am meisten. Und mir fällt erst jetzt auf, dass unsere Chips-Packung quasi auch nach den Starter-Pokémon gefärbt sind. Let's go! Erst die Soße und dann die Chips oben drüber, oder? Ja, oder wir dippen mit den Chips. Kann man auch machen. Aber ich fand es auch schön, wie ihr das gemacht habt, sodass du so ein bisschen auf Salt Bay. Auf jeden Fall. Ein bisschen was muss rein. Die großen zum Dippen, aber ja, hier, ich zercrush einfach ein. Guck mal, wie schön das aussieht. Optisch spricht mir das schon aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich löffel mir eine richtig dicke Portion drauf. Let's go. Boah. Ist schon doll, weil sehr süß, aber ist doch nice, oder? Alle Vorschläge waren heute an sich echt sehr, sehr, sehr geil. Ich konnte mich nur mit einem oder zwei nicht ganz anfreunden, aber es war, glaube ich, bis jetzt insgesamt eine Folge mit den meisten guten Vorschlägen. Oder? Das könnte man echt zu Hause nachmachen. So simpel, aber auch einfach echt pervers. Das ist so, als würdest du deine Pommes ins Eis dippen. Das machen so viele Leute und schmeckt genau gleich. Ich will auch noch eine. Ich finde das richtig nice, dass er noch knusprig bleibt und da Süße da drin. Gehen wir ein letztes Mal zum Aufzug. Es wird spannend, Freunde. Es wird spannend. The final moment. Bist du bereit, Dima? Ja. Es wird was Krasses kommen. Und zwar, Kiko, du gewinnst die besten Chips der Welt, die neue Rob's Chips Meersalztüte. Nichts gegen die Chips, die sind heftig, ne? Aber im Vergleich zum iPhone? Das sind die leckersten Chips der Welt. Trotzdem cool. Ich hoffe, du freust dich. Vielleicht sollten wir reingucken. Die ist geöffnet, ne? Da ist wahrscheinlich was drin. Als ich gesehen habe, dass du Pokémon in deine Story reingepackt hast, war ich mir ziemlich sicher, dass du auch wahrscheinlich Pokémon-Fan bist. Und dementsprechend haben wir uns was richtig Cooles überlegt. Und zwar, ich hol's mal raus. Hier ist das gute Stück. Eine PSA 9 Glurak-Karte. Und die ist gut was wert, auf jeden Fall. Applaus. Diese Karte ist einfach so wunderschön. Ich würde mir sie am liebsten selber zu Hause einfach einrahmen. Es ist keine First Edition, aber sie ist trotzdem wirklich gut was wert. Ich habe sie selber noch nicht in der Hand gehalten. Echt heftig. Was für ein unglaubliches Gefühl. Es glitzert. Ja. Glückwunsch. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. An dieser Stelle, Dankeschön, Dima, dass du mitgemacht hast. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ein Riesendank an Kaufland, dass wir zusammen diese coole Aktion starten konnten und dass wir hier in diesem Kaufland drehen konnten, die ganze Nacht. Die Sonne müsste gleich auch wieder aufgehen. Jetzt seid ihr dran. Schreibt auf jeden Fall weitere Essenskombinationsvorschläge in die Kommentare, damit wir die dann fürs nächste Video auch schon ready haben. Natürlich auch mit den Rob's Chips. Falls irgendwo noch ein Gedanke irgendwo rumfliegt, einfach in die Kommentare schreiben. Das würde mich mega freuen. Was war eigentlich deine Nummer 1? Gute Frage. Die Joppi-Soße, die war unglaublich. Auch cool, ja. Ich bleib beim Pesto. Pesto? Okay, bei mir war es die Soße. Wir haben sogar noch ein paar Soßen da übrig. Wir probieren auf jeden Fall gleich noch ein bisschen. Vielen Dank auf jeden Fall für euren grandiosen Support die letzten Tage. Es ist unglaublich, euer Feedback zu hören und es war auch wirklich, wirklich positiv. War auch viel Arbeit, man hat es gesehen. Ja, die letzten Wochen hast du nicht geschafft. Das war sehr viel Arbeit. Aber den Leuten haben die Chips geschmeckt und das macht mich glücklich. So muss es sein. Freunde, vielen Dank für alles. Macht es gut. Ciao, ciao.